Hallo ihr Lieben, ich möchte euch einen ganz besonderen Baum vorstellen. Den kennen nicht viele Leute. Das ist sozusagen ein kleiner Geheimtipp für Naturliebhaber. Und zwar die alte Marienlinde von Linden in der Nähe von Wessebrunn. Diese alte Dame hat sage und schreibe einen Stammumfang von fast 10 Metern. Und so wie sie dem Ort seinen Namen gegeben hat, hat sie auch den Menschen, die früher um sie herum gelebt haben, ihnen ihren Namen gegeben. So hießen die früheren Hofstellen beim Lindenbauer, beim Lindengeiger und beim Lindenkramer. Und dass sie so ein bisschen kurz und gestutzt wirkt, hat damit zu tun, dass bereits mehrere Male in ihrem langen Leben der Blitz eingeschlagen hat. Doch was ich wirklich faszinierend finde an diesem Baum, ist, dass er innen komplett hohl ist, wie eine Höhle, sodass man in ihn hineingehen kann. Und dieses Gefühl, das man dabei hat, das ist wie wenn man in den Mutterleib einer uralten, weisen Matrone hineingeht. Und wenn man dann in der Dunkelheit steht und komplett umgeben ist von dem Stamm. Das ist ein zutiefst sakrales Gefühl, so wie wenn man sich innerhalb eines Heiligtums befindet, was es ja auch ist, ein Naturheiligtum. Ja, das war sozusagen der kleine Geheimtipp des Tages. Nur ein kurzes Video, aber diesen Baum wollte ich euch nicht vorenthalten. Also bis dann. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.